Hallo, ich hab doch nicht mal angefangen. Mein Gott, jetzt will ich schon von Essen, von Saufen reden. Nein. Heute Selfie, Selfie, can I share this? Send me. Ja, oh. Ach, hast jetzt auch den Kollegen, der dir Sachen verkaufen möchte, oder was? Ja, Digga, ey, ohne Scheiß. Was denken die meisten Leute davon? Was erwarten die? Dass ich jetzt sage, ja, Digga, komm, schick die Scheiße raus und gar kein Problem. Ich kaufe das auch über irgendwelche mysteriösen PayPal-Links. Gar kein Problem, ne. Wo bin ich denn hier? Wir waren dran am Häuser bauen. Und ich war dran. Warte mal. Wo haben wir die Werkstatt? Da haben wir die Werkstatt. Ich muss mal saufen, ich bin, glaube ich, total am Arsch. So. Wollen wir pennen? Wäre das was? Wäre nicht schlecht, ne? Und dann die Aufnahme noch starten, das wäre noch ganz Ah, gut. ich habe schon gestartet. Schon vor einer Minute. Ich hoffe, die Oh. Audioaufnahme passt soweit, weil ich habe heute. Jetzt. Ja, egal. Ja, Was mache ich überhaupt? Story Quests. Übrigens, ich habe Prinzenrolle und noch. Warte mal kurz, was war das hier? Ich hatte gestern meinen freien Tag, sage ich mal. Wirklich, also normalerweise einmal in der Woche. Halt nach Feierabend. Nach der Ja. Arbeit, aber gestern war ja noch Feiertag. Heißt also, ja, der ganze Tag so gesehen war für mich. Aber weißt du, was das Witzigste ist? Deutschland, wo haben sie gestern wieder gearbeitet? Ich weiß nicht, kommt da wieder je nach Region drauf an und keine Jetzt Ahnung komm, was, ne? penn, Digga! Ey, ich bin auf. Das ist eh nicht mein Haus. Mein Gott, was willst du hier? Ah, du musst immer noch ein Haus haben, stimmt. Stimmt. So, also ich gehe ein bisschen flirten in die Stadt, ne? Und versuche noch ein bisschen Kohle zu verdienen, weil ich möchte hier diese Sek ich möchte, warte mal, was hat jetzt dieses, was hat jetzt Jahreszeit zum Pflanzenfeld? Wir können jetzt Weizenkorn, Roggenkorn anpflanzen, ne? Ich versuche davon ein bisschen zu ersteigern, aber dafür brauche ich auch Dünger. Okay. Und du, ich wär nicht abgeneigt, wenn du noch ein paar Häuser bauen würdest, dann kann ich mehr Ja. Arbeiter akquirieren. Ah, ich brauche wieder mal ein Holzhammerchen. So. I need more clothes. Ach, ich brauche Stöcke. Kacke nochmals. Und was ich auch noch sagen muss, ist, Till, wir müssen unbedingt schauen, Ich dass friere. wir, ja, das wollte ich dir noch Kleidung. sagen. Wäre schon irgendwie klug, ne? Genau, wir müssen Geld verdienen. Was? Ja, wenn wir jetzt nicht Geld verdienen. Geld verdienen, das ist was für Arme, oder wie? Ja, bestimmt. Geld verdienen ist was für Arme, das klingt ganz komisch, Du ne? verdienst 1000 Euro, die piss ich! Sorry, so hast mir. Gut, wenn du Blattgold saufst, dann pisst du das wirklich irgendwann mal wieder raus. Also in dem her. Nee, Wieso es gab so einen ist. YouTuber, doch, YouTuber, der hat besoffen Instagram-Livestream gestartet, wo er den Türsteher anpöbelt von einem Casino. Dann sagt er, Digga, was willst du, Mann? Das, was du hier verdienst, die 12.000 Euro, die 1.200 Euro, die piss ich und so. Das hat er dann halt im Stream gesagt. Also, ich sag mal so, ein bisschen angeheitert, okay, kann man machen, ne? Er hatte da einen Skandalstream gestartet. Der Aber ging. sowas, ne, never ending. Also, ich muss so sagen, ich habe auch schon, gut, sind wahrscheinlich schon ein paar Jahre in die Lande gegangen. Aber ich habe auch früher, ich sag mal, mit einem Bierchen oder so mal einen Stream gemacht. Also ein Bier oder zwei maximal, ne?
Aber dann halt eben komplett lost. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Also meiner Meinung nach eigentlich nicht. Übrigens, all die Leute hier, die hier wir haben, sind glaube ich auch so wie wir, ohne Kleidung, ne? Ja, die frieren nicht. Ach so, was? Warum wir denn? Weißt du, warum die nicht frieren? Die nehmen einfach das Brennholz. Wie ist das? Ja, apropos Brenn, genau, das ist noch das nächste. Ah. Müssen mehr Brennholz haben. Gewinnung. Also wir haben 2 Holzschuppen. Der eine stellt Brennholz her. Stocks braucht er nicht mehr. Mal den hier weg. Sag dir. Mach mal ein bisschen mehr Brennholz. So. Bedarf Produktion. So. Der andere Holzschuppen, der stellt. Stellt der? Wir stellen alle Brennholz her. Perfekt. Aber es ist kalt. Man merkt, die Temperaturen gehen runter. Der einzige Trick, den ich dir habe, ist, pack die Fackel in die Hand, weil dann bekommst du Wärme. Achso, ich bin, sagen wir mal, kurz vor einer. Oh mein Gott, wie viel haben wir. Weißt du, wir haben vielleicht 2-3 Häuser gebaut, so gefühlt, ne? Ja. Aber wir haben schon den ganzen Wald abgerodet. Ja. Und, willst du den besten wissen, im Frühling werden dann die Steuern fällig. Kennst du guten Steuerberater mit Hinterziehung? Ja, deshalb habe ich ja dich engagiert. Kann ich abziehen. Och. Den Aufwand, den ich wegen dir habe, das kann ich... das kann ich absetzen. Also hier... Aufwand wegen mir, was? Ja, so, mal... pflegebedürftig. Ach so. Gibt's ja, glaube ich, neu, wenn du ältere Menschen ohne, wie soll ich sagen, ohne Entgelt oder Entlöhnung über die Runden hilfst, beziehungsweise eben Unterstützung gibt's. Da gibt's, glaube ich, 800 pro Jahr oder so. Was? War auf die Hand. Aber. Dass das auch wirklich ankommt, muss die Person, ich glaube, sogar irgendwie angemeldet sein als ein solcher Pflegefall. Und das muss aber, es dürfen aber nur über 18 Jahre alt sein. Also es gibt ganz viele Wenns. Aber ja, es gibt was Neues. Ah, hier ist Kanuta. Ich möchte lieber Hanuta haben. Die heißt Kanuta. Ich friere, also, komm, ich flirte mal ein bisschen mit dir. Bringt's das? Wie geht es dir, meine Schöne? Und ja, ich huste halt immer noch, ne? Das ist also ganz doof. Aber naja, was willst du tun? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nur eines der Rezepte ist. Wie geht es dir, meine Schöne? Es mag seltsam klingen, aber ich habe gehört, dass Kleidung, die in Pinkelwasser eingeweicht wird, leichter zu waschen ist. Genau, was? Mit solchen Sprüchen gewinnt man von der Frau die Zuneigung. Genau. Du hast bist einer der klügsten Menschen, die ich kenne. Junge, hast du das Pinkelwasser oder Dinkelwasser gesagt? Pinkelwasser. Also. Wie geht es dir? Ich will schmutzige Dinge mit dir tun. Okay. Du bist das Erste, woran ich denke, wenn ich aufwache. Und dein Gesicht ist das Letzte, was ich mir vor dem Einschlafen vorstelle. Was geschieht mit dir? Junge, hast du mit ich habe ehrlich gesagt auch begonnen, mich in dich zu verlieben, aber ich brauche noch Zeit. Okay. Hast du jetzt wirklich mit. Ich bin am zwei Flirten. Sätzen? Hast du jetzt wirklich mit zwei Sätzen so gesehen, die Olle schon bei dir oder was ist los? Ich bin seit dem Frühling dran an der Miroslava. Ach so. Ich dachte, hey, du quatschst die ein, zwei Mal an. Nee, nee. Schon hast du die an der Backe oder was? Schön wär's. Ich will mit dir machen, was der Frühling mit den Kirschbäumen macht. Was? Kannst ja, du Liebe. Mit jedem Gespräch fühle ich mich mehr und mehr mit dir verbunden. 100% Zuneigung. Höchstmögliche Zuneigung erreicht. Ich stinke. Ich habe auch Angst. Ich hatte mein ganzes Leben Angst vor Gefühlen, aber jetzt, ich würde gerne zusammen mit dir Angst haben. Du hast mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Ich bin verheiratet. Und dann viel Spaß. Also die Zwischensequenz siehst du nicht.
Nö. Okay, lol. Ich hab nur einen Schmatzer gehabt, mehr nicht. Okay. Lol. Das hast du dann wirklich sie geküsst. Und jetzt muss ich mir ein anderes Haus suchen, ne? Naja, ist aber doof. Nee. Mach eine WG draus. Miroslava, die ist bei mir im Haus. Die hat noch keinen Arbeitsplatz. Nee, die ist unsichtbar. Sorry. Okay. Ja, die hat wirklich noch keinen Job. Was brauchen wir denn als nächstes bei uns? Was ist los hier? Ich glaub, Als nächstes Gebäude, weil ich, warte mal, du baust ja jetzt den Dingens, die. Ein Haus noch, für wahrscheinlich für genau, mich. Genau, genau. Jagdschuppen, dann haben wir eine Jagdhütte haben wir. Landwirtschaft, da haben wir eine Scheune. Das ist schon mal sehr gut. Ah ne, die Scheune müssen wir noch bauen. Genau. Ich habe einfach ein einfaches kleines Haus, ne? Ich habe nicht das große wie du. Werkstatt, Küche. Ich könnte sie doch in die Küche stellen. Könnte eine Küche bauen. Sie dann dazu hinstellen, dass sie kocht. Das wäre doch ein guter Job für sie. Also grundsätzlich immer so schlecht, ne? Oder wollen wir nochmal einen Holzfäller machen und sie geht Holz fällen? Ach stimmt. Ich kann ja mal aus dem Lager das Holz nehmen, eventuell. Wenn es da mal Holz hat. So, ich baue mal fünf. Ich geh mal fünf Steinmesser verkaufen. Holzstamm, 24 Stück. Gut. Dann wollen wir noch einen Holzschuppen bauen? Dann haben wir drei Leute, die Holz fällen. Ja, sagen wir so. Jetzt haben wir zwei, ne? Ja. Die das schon machen. Genau. Die Frage ist, Das andere wäre, sie arbeitet in der Werkstatt und stellt, Dingens her, Teller und Töpfe, aber dafür braucht sie auch Holz. Das andere wäre die Küche, dafür braucht sie aber Ressourcen, um kochen zu können. Ich glaube eher, wir fangen Basics an. Zuerst Landwirtschaft. Dafür braucht sie Dünger und Samen und wir produzieren aktuell noch keinen Dünger. Du verstehst das Problem. Na gut, wie können wir dann an Dünger ran? Essen verderben lassen. Ja, aber das wird doch auch irgendwie automatisiert gehen, oder bin ich da ganz doof? Das geht, wenn wir Schweine haben. Durch das Kacken der Schweine können wir dann Dünger. Gut, wie bekommen wir die Schweine? Müssen wir die Landwirtschaft... Die Landwirtschaft muss höher geskillt werden. Komposthaufen. Wir können einen Komposthaufen bauen, aber wir haben zu wenig Nahrung. Till, bau die Scheune fertig. Danach bau noch einen Holzfäller. So, ich habe jetzt mein kleines Haus, ne? Perfekt. Dann bau jetzt... Oder warte mal, bau doch zuerst einen Holzfäller. Jage eine Krähe. Digga, was? Wir haben doch hier schon... Abliefern an der Wand. Steinmesser, Holzspeer. Was ist ein Wurfstein? Hat ein Wurfstein. Ja, und wie stellt man einen Wurf... Wie stellt man einen Wurfstein her? Digga, der friert mir zu oft. Also, wir brauchen nochmal ein Holz, jemand, der Holz gewinnt. Ja, ich bin gerade blöd. Wo sind denn Holzfäller hier? Kuh, Gebäude, Gewinnung. Gebäude, ich bin schon doof. Nee, Häuser. Zeig mir deine Ware. Also, ich verkaufe dir. Ah, ich habe 24 Holzteller. Könnte ich verkaufen. Boah, die bringen eigentlich gar keine Münze. Bringen so viel, wie wenn ich dem einen Stein verkaufe. Das ist keine Werkstatt. Na, ich bin unter dem... Ach, ich bin ja blöde. Hier, Holzschuppen. Ich bin auch ein Hindernis, ne? Okay. Zeig mir deine Ware. Was habe ich gesagt? Was können wir jetzt anbauen? Was kann man mit meinem Säckli? Was kann ich in meinem Säckli anbauen? Kannst du hier eventuell mal den Stein entfernen? Roggen, Weizen. Steine kann man nicht entfernen.